Ich möchte erst im Vornherein wieder einmal sagen, dass ich normalerweise zu Hause kein Deutsch spreche und meine Fachsprache ist Englisch. Also ich kenne nicht die deutschen Worte so gut, aber ich werde versuchen, Deutsch zu reden und ihr müsst eben entschuldigen, wenn ich einen Fehler mache oder einen verkehrten Ausdruck gebrauche. Die englische Terminologie kenne ich sehr gut, auch die Afrikaanse, aber ich denke, da werden Sie noch mehr überfordert mit dem Afrikaans. In Südafrika haben wir ja zwei offizielle Landessprachen, Englisch und Afrikaans. Und bei mir an der Universität im ersten Jahr werden alle Vorträge zweimal gehalten. Erstmal in Englisch und dann wieder in Afrikaans. Und dann, wenn man so im zweiten, dritten Jahr ist, im zweiten Jahr muss jeder Satz wiederholt werden. Englisch, Afrikaans. Und im dritten Jahr alles Englisch. Das ist nicht bei jeder Universität so. Ich habe meine Vorschule oder die, wie sagt man da, BSc und Grundschule, nicht Grundschule, Universität, die nicht die Doktorstitel und so weiter, einer afrikanischen Universität gemacht. Das ist Stellenbosch Universität. Und da habe ich spezifisch Tierphysiologie studiert. In der Abteilung Zoologie. Zoologie ist ein gewaltig großes Fach. Es gibt da Vergleichsanatomen, es gibt Vergleichsphysiologen und dann gibt es auch noch Taxonomen und was für Nomen auch noch. Viele Nomen in dem Fachbereich Zoologie und natürlich stellen wir dann Spezialisten an für jedes Fachbereich. Und dann einer muss ja irgendwie die Ordnung halten und das ist meine Aufgabe augenblicklich, wo ich bin. Und mein Spezialgebiet ist Vergleichsphysiologie. Ich gebe natürlich auch Vorträge, wie Sie da hinten sehen werden, über Evolution und so weiter. Und dann wollen Leute manchmal wissen, ja, wie kann man denn beides sein? In dem Fachgebiet Evolution und auch in dem Fachgebiet Physiologie, das geht doch nicht. Na, die Evolutionslehre ist eben der philosophische Faden durch die ganze Zoologie. So jeder Zoologe muss etwas wissen über die Evolutionslehre. Und jeder gebraucht dann eben sein Fachgebiet, um die Evolutionslehre irgendwie da hineinzuflechten. Aber das ist nicht das Fachgebiet, das ist nur die Philosophie. Das Fachgebiet geht eigentlich um die Wissenschaft. Und ganz speziell, wieso Ernährung, wieso interessiert das mich? Ich habe meinen Doktorstitel auch über einen Aspekt der Ernährung in Tieren gemacht. Und es ist eigentlich nicht so wichtig, ob man mit einer Ratte arbeitet oder mit einem Hamster oder mit einem Affen oder mit einem Menschen. Die Physiologie ist eigentlich ziemlich gleich. Und darum kann man ja auch Versuche mit Tieren machen. Die passen nicht unbedingt bei den Menschen, aber Vergleiche können ja gemacht werden. Und die Abteilung, worin ich mich interessiere, vor allem, meine Studenten studieren in Ernährungsphysiologie bei mir, Vergleichsernährungsphysiologie, das heißt also interessante Sachen so wie Phytochemikalien, Verbreitung des Tierreiches über die Pflanzenformen und so weiter, wieso manche Tiere bestimmte Pflanzen fressen und andere. Das ist so ein Teil dieses Fachgebietes. Und dann auch die Nahrungsmittel in erster Linie. Was für einen Einfluss haben die auf den Körper und die Physiologie? Und vor allem bin ich interessiert in Proteine. Das ist so mein Hauptgebiet. Und unsere Universität, wo ich jetzt bin, hat keine Landwirtschaftsabteilung. Aber es ist eine ziemlich große Universität und möchte auch eine Landwirtschaftsabteilung gründen an der Universität. Und da ist natürlich Zoologie sehr gut geeignet als ein Tritt in die Landwirtschaft. Landwirtschaft, da arbeitet man eben mit Kühe und Schafe und Schweine und was auch immer, aber es sind ja Tiere. Und da gibt es auch heutzutage in der Wissenschaft eine große Diskussion, darf man, wenn man Zoologe ist, mit einem Schaf arbeiten? Denn das ist ja Landwirtschaft. Aber als Zoologe darf ich mit einem Springbock arbeiten und ich darf mit einem Eland arbeiten und ich darf mit einem Gemsbock arbeiten. Das ist natürlich Zoologie. Was ist der Unterschied in Physiologie zwischen einer Kuh und einem Eland? Überhaupt nichts. Also das ist eine gute Brücke und heutzutage verschwinden diese Unterschiede zwischen Fächern viel und mehr als vorher. Und auch arbeiten wir viel besser zusammen.
Und so kam es dann auch, dass ich mit der Landwirtschaft und mit Schafen und mit anderen Tieren auch was zu tun hatte, auch unter anderem Hühner. Und das eignet sich sehr gut für Ernährungsphysiologie und das haben wir dann auch studiert. Und mit diesem Thema ist es natürlich auch gut, wenn da bestimmte Probleme sind, so wie in der Landwirtschaft, dass man sich dann auch mit einem Hospital zusammentut. Und so arbeite ich auch zusammen mit Tigerberg Hospital, das ist eins unserer ganz großen Hospitäler. Ich weiß nicht, wie viele Betten es hat, aber etliche Tausende. Es ist ein sehr, sehr großes Hospital. Ich weiß, dass sie die Matten in Kilometern bestellt haben, als sie das Hospital gebaut haben. Und ich weiß auch, dass sie die Matten in Kilometern geklaut haben, als sie das Hospital gebaut haben. Also ein sehr großes Hospital. Und da arbeite ich zusammen mit einem Professor, der ein Spezialist ist in der Osteoporose. Und wir vergleichen Probleme in Schafen mit Problemen in Menschen. Und so kommt es, dass ich in meinem Fachgebiet Zoologie sehr viel mit Ernährung zu tun habe, eben wegen den besonderen Zuständen in meiner Universität. In der Universität Western Cape haben wir Tagesstudenten, schätze ich so 17.000. Und dann haben wir noch Nachtstudenten, also genau wie viele da sind, weiß ich nicht. Es kann so an die 20.000 Studenten sein bei dieser Universität. Und in Zoologie haben wir augenblicklich so im Schnitt so 600 Studenten, also eine ziemlich große Fakultät. Heute möchte ich reden über Ernährung und Krankheit. Und der Dr. Küsel war so lieb und hat mir ein paar deutsche Folien gemacht, der Rest ist alles in Englisch. Und ich werde versuchen, mich mit dem Deutsch durchzuschlagen. Wenn ich einen Fehler mache, können Sie mich gerne korrigieren. Also heute Ernährung und Krankheit, aber ich rede nur über die Nahrungsmittel erster Linie heute ab. Und nächstes Mal werde ich dann über tierische Produkte etwas zu sagen haben. Nur mal so interessenhalber. Todesursachen in der Bundesrepublik Deutschland 1991. Man sieht, dass Herz-Kreislauf und Krebs der größte Anteil hat an diesen Todesursachen. Und danach natürlich Atemwege und Verdauungsprobleme, Unfälle, Selbstmord und so weiter. Aber Herz-Kreislauf-Störungen, Krebs ist schon ein Thema, das heute sehr aktuell ist. Und ich glaube, dass man nicht mehr sagen kann, dass die Ernährung nichts mehr damit zu tun hat. Es gibt natürlich Leute, auch Professoren, die behaupten, dass alle Krankheit seelisch bedingt ist. Und ich will nicht behaupten, dass man nicht krank werden kann von seelischen Problemen. Aber es gibt bestimmt auch gute Gründe, sich mal die Ernährung gut anzusehen. Können wir das erste Dia haben? Naja, Primary Foods, Proteins, Carbohydrates, Fats. Ich werde mal heute ganz kurz über diese drei Themen etwas sagen und mal schauen, ob die westliche Welt vor allem diese Grundnahrungsmittel in der richtigen Zusammenfassung überhaupt verzehren. Erstens fangen wir an mit den Proteinen. Und wir wissen natürlich, wenn die abgebaut werden, wenn sie metabolisiert werden, dass aus den Proteinen Ammoniak freigestellt wird und in manchen Organismen Harnsäure und bei Säugetieren wird es auch umgesetzt in Yrium. Ist das Harnstoff, richtig? Ja. So was ähnliches, Harnstoff. Und die Frage ist, wie viel Proteine sollten wir eigentlich zu uns nehmen und welche Art Proteine sind die besten, tierische Proteine oder Pflanzenproteine? Und mit diesem Thema setze ich mich einigermaßen auseinander. Es ist interessant, dass Tiere im Allgemeinen haben nicht das Vermögen, Eiweiß oder Proteine zu stauen oder aufzulagern im Körper, denn man lagert meist Fett und Kohlenhydrate in Form von Glykogen. Also Proteine werden gebraucht durch den Körper und das, was nicht gebraucht wird, muss umgesetzt werden. In entweder als Fett gelagert werden oder als Glykogen
Und dann wird natürlich der Stickstoff hinausgespalten und wir haben Ammoniakformung, und weil das sehr toxisch ist und Zellen zerstören kann und auch wahrscheinlich mit der Übertragung von Stoffen über Zellwände etwas zu tun hat, wird es umgesetzt in Harnstoff, was weniger giftig ist. Und die Frage ist, ist es gut, sehr viel Proteine zu verzehren, wenn der Körper sowieso das meiste, was über das Normale ist, umsetzen muss in entweder die Kohlenhydrate oder die Fette mit Ausspaltung von diesen gefährlichen oder giftigen Stoffen? Man kann sich eigentlich das sparen und weniger Proteine zu sich nehmen, und dann hat man weniger von diesen sekundären Giftstoffen im Körper. Die amerikanische Gesundheitsorganisation und die World Health Organization und die United Nations University haben vor kurzem Tabellen veröffentlicht, worin genau auseinandergesetzt wird, wie viel Proteine man eigentlich nötig hat pro Tag. Und wenn wir uns mal die Erwachsenen hier ansehen, Männer und Frauen sind da gleich, außer wenn da Schwangerschaft ist oder sowas ähnliches, wie wir gleich sehen werden, dann hat man nötig 0,75 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Nach diesen Werten, die natürlich veröffentlicht sind in wissenschaftlichen Zeitschriften. Und das ist recht wenig. 0,75 für einen Mann, naja, der Durchschnitt dann so 50 bis 60 Gramm Proteine pro Tag. Und für Frauen 45 Gramm Proteine pro Tag. Und das ist sehr, sehr wenig. Es wird ungefähr geschätzt, dass Amerikaner mindestens 3 oder 4, sogar 5 Mal so viel Proteine zu sich nehmen, als was nötig ist. Und in der westlichen Welt im Allgemeinen wird sehr viel Proteine verzehrt. Und ich glaube, dass dieser hohe Proteinverzehr hat etwas zu tun mit vielen Krankheiten, die wir in der westlichen Welt haben. Krankheiten, die vor allem im Westen da sind, aber nicht im Osten. Zum Beispiel nicht bei den Japanern oder Zentralchinesen oder in Afrika-Ländern. Und früher hat man geglaubt, das ist genetisch bedingt. Aber wenn man Gruppen, die ausgewandert sind, studiert, dann sieht man, dass eine Gruppe, die ausgewandert ist, sehr schnell, wenn sie die neue Ernährung in dem neuen Gebiet annehmen, auch die gleichen Krankheiten haben in den gleichen Prozenten. Also hat man sich umgestellt und gesagt, es ist nicht nur genetisch, sondern wahrscheinlich hat es auch mit anderen Dingen zu tun. Während der Schwangerschaft muss man dazu zählen, ungefähr 6 Gramm im Total. Also wenn eine Frau so 45 nötig hat, Gramm pro Tag, dann schätzt man so auf die 51. Und wenn man Kinder stillt, dann etwas mehr. Aber selbst mit diesen Zunahmen ist es noch recht wenig Protein, das man eigentlich nötig hat. Die Landwirtschaftsorganisation in Südafrika kam eines Tages zu uns zur Universität und hat mit uns ein ganz besonderes Problem besprochen. Nämlich, dass in der Schafzucht und nicht nur in der Schafzucht, sondern auch bei Vogelstraußen und auch bei Züchten von Tieren im Wasser, so zum Beispiel, ich weiß nicht, was das ist in Deutsch, Perlemun. Na, weiß nicht, so eine Schneckenart. Die wird gezüchtet für den Osten. Und die haben ganz besondere Voraussichten, diese Leute im Osten. Die Muschel muss ganz hart sein. Und wenn man die züchtet und füttert, so nicht wie sie natürlich füttern, sondern das Essen dazu gibt, dann wird die Muschel ganz porös. Also nicht genug Kalzium drin. Und die Schafe auch, die gezüchtet werden, nicht im Freien und in der Natur, sondern wenn sie Futter dazu bekommen, dann entwickeln sie krumme Beine. Und das heißt im Englischen Skewleg Syndrome und hat wahrscheinlich etwas mit der Ernährung zu tun. Und dann wollten sie, dass wir dieses Problem mal untersuchen. Und dann haben wir das auch gemacht und nachher haben wir auch die Osteoporose-Abteilung vom Tigerberg Hospital dazugenommen. Und wir haben 50 Schafe, Mutton Marina Rams, ungefähr 100 Tage alt, mussten ungefähr 100 Tage alt sein, sonst kann man manche von diesen Prüfungen nicht mit ihnen ausführen,
verteilt in 5 Gruppen. Die erste Gruppe hat 12% Pflanzenprotein empfangen und das ist so ungefähr, was ein Schaf empfängt, wenn es im Freien in der Natur ziemlich guten Fraß bekommt. Dann hat man dazugefügt in den nächsten paar Gruppen tierisches Eiweiß, tierische Proteine. Und zwar Fischmehl oder wie auch im Allgemeinen gebraucht wird, Karkassenmehl. Was heißt das in Deutsch? Karkassmehl. Das sind Tiere, die beim Abattoir weggewiesen werden, die dann geschlachtet werden und zermahlen werden und getrocknet werden. Und dieses Zeug wird dann den Tieren normalerweise gefüttert. Wie sagt man da? Ja, ich weiß nicht. Karkassmehl, jedenfalls, macht nichts. Und dann 20%. Also hier haben wir 8% dazu gehabt, hier nur 3%. Und dann als Kontrolle nochmal eine 20% Proteingruppe, aber nur pflanzliches Protein. Also da haben wir dann ein Weizenextrakt, Gluten, dazugegeben, um die Proteinrate hochzubringen auf 20%. Und diese Schafe haben wir dann 6 Monate lang mit diesem gefüttert. Und hier sind unsere Schafe in ihren verschiedenen Plätzen, wo sie jeden Tag genau gemessen werden konnte, wie viel sie verzehren, wie viel Ausscheidungen da sind, und ganz kontrolliert wurde das so gemacht. Und das ist am Ende des Studiums, nach 6 Monaten, können wir sehen, hier ist ein Schaf mit ganz schönen geraden Beinen. Kein Problem, Entwicklung ist ganz normal. Und dann ein bisschen krumm. Und die Schafe wurden dann eingeteilt in Gruppen. Und dann haben wir sie, nachher haben wir gemessen, wie krumm die Beine sind. Und dann eine Prozentkrummheit ausgerechnet, die dann statistisch bewertet wurde. Und hier ist ein Schaf. Dieses Schaf hat die 20% Proteinrate tierisches Eiweiß bekommen. Und mehrere in dieser Gruppe waren so. Dieses Schaf konnte fast kaum laufen. Und hier ist eins, das überhaupt nicht laufen konnte. Das musste man anheben, sonst kann es nur noch liegen. So krumm waren die Beine. Und die Schafe wurden dann geschlachtet und wir haben dann die Dichtheit der Knochen gemessen und auch histologische Studien gemacht über die Knochendichte. Und es stellt sich heraus, dass die Krummheit, Limb Skewness, zunimmt, je mehr Eiweiß oder Protein man zu der Ernährung dazu gibt. Und hier haben wir nur bis zu dem 20% tierischem Eiweiß dazugegeben. Also statistisch gesprochen eine Zunahme in Krummheit der Beine, je mehr Proteine dazugegeben werden. Vielleicht kann ich nur ganz kurz hier zeigen. Osteoporose, normaler Wirbelkörper und rechts nach Maseration und unten ein osteoporotischer. Also es wird geglaubt, dass irgendwie werden die Minerale nicht festgesetzt wie im normalen und die Mikroarchitektur des Knochens wird geändert durch diesen Prozess. Und die Theorie ist folgendermaßen mit dem Proteinverzehr. Wenn der Eiweißverzehr zunimmt, dann muss natürlich mehr verbaut werden und die Proteine werden umgesetzt, wenn da zu viele sind, in Kohlenhydrate oder wie gesagt auch in Fette. Und deswegen steigt der Ammoniakspiegel und Uriumspiegel, aber Proteine enthalten auch Schwefel, also wird auch Sulfat ausgeschieden durch die Niere und Sulfatausscheidung geht zusammen mit Calciumausscheidung. Das SO4-, im Donnen-Equilibrium nimmt sich ein Calcium mit, was wir ja auch mit anderen Mineralen auch empfinden, aber vor allem mit Sulfat.
Und dann sagt die Theorie, dass das ein negatives Calcium-Gleichgewicht auswirken wird und dass die Knochenmasse dann sich senken wird und dass man dann Frakturen und Deformitäten empfindet. Das ist die allgemeine Theorie. Heutzutage wird auch geglaubt, dass die Knochendichte ist ein sehr gutes, sagt man da, a good, whatever, macht nichts. Das deutsche Wort fehlt mir. Ein gutes Vergleichselement, um zu sehen, ob der Knochen auch wirklich was taucht oder nicht. Hier haben wir dann eine histologische Studie, aber vor dem ich das zeige, erstmal das nächste Dia. Eine Analyse von den Knochen zeigt was ganz Interessantes. Hier haben wir die Zunahme in Protein in der Ernährung und hier haben wir an dieser Seite das Verhältnis zwischen Knochenkalzium und Knochenphosphat. Und es ist sehr interessant, dass je mehr Protein dazugegeben wird, vor allem tierisches Protein, je weniger Kalzium relativ zu Phosphat ist in dem Knochen. Aber das Interessante ist, dass die Dichtheit des Knochens eigentlich zunimmt und nicht abnimmt. Denn wenn da weniger Kalzium relativ zu Phosphat im Knochen gegenwärtig ist, ist der Knochen dichter, aber schwächer. Und heutzutage in den Hospitälern wird hauptsächlich die Dichtheit gemessen. Hier haben wir dann ein histologisches Profil. Hier ist Knochendichtheit, Bone Mineral Density. Und hier sind die verschiedenen Gruppen. Das ist die 12% Pflanzengruppen und mehr tierisches Eiweiß, bis dann endgültig hier 20% tierisches Eiweiß. Und hier das Pflanzeneiweiß 20%. Und wir sehen so im Allgemeinen eine Zunahme und da ist ein Unterschied zwischen diesen beiden. Aber histologisch, und das ist, wie sagt man in Englisch, double blind, denn das ist eine ganz andere Technik. Histologische Studium von diesem Knochen wird ganz anders bewertet. Da stellt es sich genau das Gleiche raus. Trabecular Bone Volume ist so ein trabekulärer Knochen. Volume ist eine andere Rate, fast so wie Dichtheit, um das zu messen. Und wir sehen, dass es zunimmt, je mehr tierisches Eiweiß und dann wieder dieses gleiche Erscheinen hier. Das war für uns sehr, sehr interessant. An der anderen Seite, Knochen haben nicht nur Deponieren von Calcium, sondern auch Aufnahme oder Auflösung von Calcium. Und da sehen wir das Gegenteil. Surface Density of Osteoclast Intersurface, das sind die Zellen, die Osteoklasten sind. Und wir sehen, je mehr tierisches Eiweiß, je weniger Zellenaktivität ist da in dem Knochen. Und ein ganz gewaltiger statistischer Unterschied zwischen 20% tierischem Eiweiß und 20% Pflanzeneiweiß. Wenn wir mal das aushaben. Hier haben wir auch die histologische Analyse, relatives Osteoidvolumen. Sehen wir das auch, je mehr tierisches Eiweiß, je weniger ist das Osteoidvolumen. Mit anderen Worten, es scheint, als ob da weniger aktive Zellen sind, die wirklich den Calcium bewerten und gebrauchen können. Das gleiche finden wir osteoblastische Osteoidoberfläche, immer wieder das gleiche Bild. Totale Osteoidoberfläche, das gleiche Bild. Ein dramatischer Unterschied zwischen tierischem Eiweiß und Pflanzeneiweiß. Dann haben wir auch die Schafe mit Tetracycline behandelt. Wie ihr wahrscheinlich wisst, markiert das den Knochen. Und dann kann man genau feststellen, wenn man eine Spritze gibt und dann 10 Tage später noch eine Spritze und dann unter fluoreszierendem Licht die Knochen betrachtet, dann sieht man 2 Streifen. Und dann weiß man, das ist Knochenaustausch binnen 10 Tagen. Und dann hat man ein ganz genaues Gebiet, wo man genau weiß, wie lang und was da vor sich ging. Gleiche Bild.
Also das war schon etwas, was sehr aufregend war, sehr interessant. Ein Vergleich zwischen 20% Proteinaufnahme Pflanzen und Tieren erweist sich so. Calcium im Urin sehen wir, dass die Tiere oder die Schafe, die Tiereiweiß bekommen haben, etwas weniger Calcium im Urin ausscheiden als die, die pflanzliches Eiweiß bekommen haben. Aber wenn wir die Knochenmineraldichte betrachten, haben die Tiere einen Knochen, der etwas dichter ist als die Pflanzen bekommen. Und jetzt würde man eigentlich meinen, nach der heutigen Auslegung in der Welt, dass dieses Tier einen stärkeren Knochen hat als dieses Tier. Denn das wird ja auch gemessen in den Hospitälern. Und darum ist das ein interessantes Thema gewesen, auch für das Osteoporose-Institut beim Hospital. Wenn wir aber die Deformität betrachten, ist da genau das Umgekehrte. Tiere haben krümmere Beine, wenn sie das Tierprotein bekommen, als wenn sie Pflanzenproteine bekommen. Und Calcium-Phosphat-Verhältnis, die Tiere, die Pflanzeneiweiß bekommen haben, waren wesentlich besser dran, als die, die tierisches Eiweiß bekamen. Jetzt, ihr werdet wahrscheinlich wissen wollen, woran liegt das? Wir sind noch dabei, dieses zu untersuchen. Wir wissen nicht genau, was das ist, warum und weshalb. Aber es hat wahrscheinlich zu tun mit dem Verhältnis der verschiedenen Aminosäuren, eins gegenüber das andere. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit Arginin zu tun hat, denn Arginin ist im Uriumzyklus drin und wenn da im Vornherein eine ziemlich hohe Argininrate ist, dann kann man leichter Urium ausscheiden und Pflanzenproteine geben mehr Arginin als Tierproteine. Wir haben auch einen Vergleich gemacht im Blut, von wie viel von den verschiedenen Aminosäuren anwesend sind. Und es war interessant, dass die Pflanzenproteine bekamen, wesentlich besser dran waren als die Tiere, die Tierproteine bekamen. Also eine kleine Zusammenfassung. Knochendichtenmessung ist nicht spezifisch. Man kann also nicht absolut behaupten, dass ein Knochen, der etwas dichter ist als ein anderer, ein besserer Knochen sein kann. Man kann vielleicht ein einfaches Beispiel nehmen. Blei ist wesentlich dichter als Stahl, aber Stahl ist wesentlich stärker als Blei. Und so das Verhältnis von den Mineralen beeinflusst vielleicht die Dichtheit, aber nicht unbedingt die Stärke. Methoden, um die Knochendichten zu messen, teilweise veraltet. Unterschiedliche Ergebnisse gibt es, keine Vorhersagekraft oft, nicht mit Frakturen korreliert, keine Hilfe für Therapie, kein Nutzen für Patienten. Und diese Ergebnisse, die ich jetzt besprochen habe, zeigen also, dass je dichter, eigentlich je kranker und nicht unbedingt das Umgekehrte. Diese Arbeit wird veröffentlicht in dem Journal Bone and Mineral. Das ist wahrscheinlich das beste Journal über Osteoporose in der Welt und es soll wahrscheinlich dieses Jahr noch erscheinen. Und somit können wir das nächste Thema, ach, mal lieber zurückgehen zu dem vorigen. Wenn wir, ihr habt eben gesehen, dass im Urin hatten die Tiere, die Pflanzeneiweiß bekamen, etwas mehr Calciumausscheidung als die tierisches Eiweiß bekamen, aber der Unterschied war nicht significant. Was ist das? Bedeuten? Bedeuten. Aber was Aufnahme betrifft, sehen wir, dass diejenigen, die das tierische Eiweiß bekamen, viel mehr Ausscheidungen hatten im Feces als die, die Pflanzeneiweiß bekamen. Mit anderen Worten, die Aufnahme von Calcium war auch beschränkt. Ihr müsst wissen, dass Calcium in beiden diesen Gruppen genau angeglichen war. Die eine Gruppe hat nicht mehr Calcium empfangen als die andere. Das wurde mit Computerprogrammen natürlich ausgerechnet, die genaue Ernährung. Wenn wir das auf den Menschen übertragen, denn die Frage ist, wie kann man mit den Schafen jetzt das auf die Menschen übertragen, dann sehen wir in der Welt, dass je mehr Protein pro Land
eingenommen wird, je mehr sind die Hüftenfrakturen in dieser Bevölkerung. Und so die Länder, die am meisten Protein verzehren, so wie Neuseeland und Amerika, da ist eine ganz bestimmte Korrelation. Also es ist schon so, dass zu viel Protein bestimmt einen Einfluss hat auf die Krankheit Osteoporose. Aber ich möchte hinzufügen, dass was eigentlich passiert in der Mikroarchitektur des Knochens, ist, dass die Anzahl Zellen beeinflusst werden. Also ich kann jetzt Calcium dazugeben als Supplement, was ist das in Deutsch? Als Ergänzung. Ich kann Calcium dazugeben als Ergänzung. Aber der Körper weiß mit dem Calcium eigentlich nichts anzufangen. Denn die Zellen, die den Calcium in den Knochen hineinbauen müssen, sind voll beansprucht. Und darum ist diese nächste Korrelation eigentlich recht stichhaltig. Je mehr Calcium als Ergänzung dazugenommen wird, hat überhaupt keinen Einfluss auf die Osteoporose. Wir haben ungefähr die gleiche Rate. Ich denke, in den Vereinigten Staaten wird mehr Calcium-Ergänzung verzehrt als in irgendeinem anderen Land. Und es hilft trotzdem nichts. Also viele chemische Fabriken machen wahrscheinlich viel Geld mit Calcium, das ganz durchrutscht. Gut. Es geht natürlich nicht nur um die Osteoporose. Es geht um den Wohlstand Zellen im Allgemeinen. Je mehr Eiweiß man verzehrt, je mehr Ammoniak wird produziert, je mehr werden Zellen negativ beeinflusst. In bestimmten Zellengruppen, wo sie anaerobisch respirieren, so wie zum Beispiel im Kolon, befördert Ammoniak Zellenwachstum und Zellenvermehrung. An anderen Stellen verhindert es diese Eigenschaften. Und es ist bekannt, dass das Immunsystem mit einem hohen Eiweiß auch ziemlich erniedrigt ist. Also man kann es fast durchziehen auf den ganzen Körper, obwohl ich nicht so weit gehen will. Gut, das ist alles, was ich über Proteine heute sagen will. Ich möchte ein bisschen was über Kohlenhydrate sagen, nicht viel, denn das ist eigentlich allgemein recht gut bekannt. Früher hat man immer gesagt, wenn man recht stark sein will, da muss man viel Proteine verzehren. Und Sportler und dergleichen haben sehr viel Proteine zu sich genommen, vor dem sie an einem Ereignis teilgenommen haben. Heute wissen wir, dass das total verkehrt ist. Sportphysiologie ist ein ganz großes Fachgebiet. Und heute wird geredet von Carboloading. Mit anderen Worten, vor einem Sportereignis viel Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und interessanterweise habe ich diese grafische Vorstellung hier. Das sind zwei Gruppen Athleten. Die eine Gruppe ist auf einer hohen Ernährung von Kohlenhydrate. Die andere Gruppe ist, vielleicht habe ich das, nein, ich habe es nicht in Deutsch. Die andere Gruppe ist mehr auf hohe Proteine und niedrige Kohlenhydrate eingestellt. Und jetzt haben wir ein Trainingsprogramm. Also früh morgens eine Stunde oder zwei Training, dann während diesem Training senkt sich natürlich der Glykogenspiegel in den Muskeln. Natürlicherweise, weil das ist das Erste, was gebraucht wird. Und dann im Rest des Tages wird natürlich eine Mahlzeit zu sich genommen und dann erholen sich die beiden Gruppen. Aber derjenige, der eine hohe Kohlenhydraternährung hat, hat eine ganz gewaltige Ansteigung wieder von dem Glykogenspiegel in den Muskeln. Aber derjenige, der mehr Proteine und weniger Kohlenhydrate verzehrt, hat eine viel geringere Zunahme wieder im Glykogen in den Muskeln. Also am nächsten Tag wieder ein Trainingsprogramm, morgens früh, und dann haben wir das Gleiche. Es geht runter und Erholung. Und das nächsten Tag der gleiche. Und das kann man natürlich jetzt weitermachen. Und ihr seht, dass der Abstand zwischen den beiden immer größer wird. Wenn da jetzt, sagen wir, eine Woche Training ist, dann ist der Abstand wahrscheinlich so groß, und selbst wenn da ein ganzer Tag ohne Training ist, werden die beiden Gruppen, wenn es ins Feld geht, sehr unterschiedliche Glykogenflächen in den Muskeln haben. Also logischerweise, welche Klasse wird gewinnen?
Und so ist es heute bekannt, dass Leute, die sich mit Kohlenhydraten viel ernähren, sehr energiereich sind, und Sportler und dergleichen praktizieren heute Carboloading. Leider ist es so, Glykogene sind sehr wichtig für längere Übungen, auch Exhaustion. Erschöpfung, Gedanke. Und die Sportler können nicht eigentlich Fett so viel gebrauchen wie Glykogen, denn es produziert nicht mehr wie 50% VO2. Also Glykogen ist das Erste, was die Muskel gebrauchen will. Und es hat sich herausgestellt, dass 625 Gramm Kohlenhydrate pro Tag Glykogen maximal wieder anfüllt. Natürlich, die Sportler, wenn sie so einen hohen Kohlenhydrateinnahme haben, dann verzehren sie gerne raffinierte Nahrung. Denn das ist, was die meisten Kohlenhydrate gibt. Und dann hat man wieder Probleme. Man kann also nichts richtig machen mit dieser Ernährung. Alles geht immer schief. Hier ist eine grafische Vorstellung von Ballaststoffaufnahme in Relation zur Sterberate an Kolonkrebs. Und wir sehen, je weniger Ballaststoffe man zu sich nimmt, je mehr Kolonkrebserscheinungen hat man. Also, wenn man einen Rat geben will für gesunde Ernährung, dann müsste man vollwertige Ernährung vorschreiben. Mit anderen Worten, nicht raffinierte Nahrung, hohe Kohlenhydraterate, aber unraffiniert. Nächste Dia bitte. Ja. Gut, das möchte ich jetzt zeigen. Gut. Und jetzt mal was ganz Interessantes. Wenn man raffinierte Nahrung zu sich nimmt, entweder in Form von Weißbrot oder irgendetwas, was raffiniert ist, oder Zucker, dann haben wir das folgende Problem. Hier ist ein Studium, das kommt alles aus Fachzeitschriften, wissenschaftliche Veröffentlichung, dann stellt sich heraus, dass wenn man eine Zuckermahlzeit zu sich nimmt, ohne Ballaststoffe, dann steigt der Blutzucker ganz schnell und senkt sich über eine Zeit, und dann geht er unter dem normalen Blutzuckerspiegel hinunter. Mit anderen Worten, diese Person wird hypoglykämisch. Und hier haben wir eine Person, wo da Ballaststoffe, wasserlösliche Ballaststoffe dazugegeben werden zu diesem Zuckergetränk. Und dann steigt der Blutzucker nicht so hoch und senkt sich auch wesentlich langsamer, und wir haben nicht diese Hypoglykämie. Natürlich, das ist insulinbedingt, und hier sehen wir Blutinsulininhalt und Minuten nach so einer Mahlzeit. Mit der Zuckermahlzeit ohne die Ballaststoffe sofort eine Ansteigung in Insulin, aber zu viel für den endgültigen Zuckerstand. Und darum senkt sich dieses so schnell und wird die Person hypoglykämisch. In dem zweiten Fall, wo da Ballaststoffe dazugegeben werden, ist das nicht der Fall. Es ist interessant, dass Früchte und Gemüse und Getreide und Hülsenfrüchte, alle diese Nahrungsmittel, die sehr reichhaltig sind an Kohlenhydrate, haben auch sehr hohe wasserlösliche Ballaststoffe in sich. Zum Beispiel Früchte haben Pektin. Und wenn wir also selbst eine Frucht essen, die eigentlich Fructose enthält, dann geht der Blutzucker nicht sehr schnell hoch, denn die Pektine halten den Zucker zurück. Also der Blutzucker steigt sehr allmählich. Und das ist sehr wichtig als Schutz gegen die Hypoglykämie. Mach erstmal dieses hier. Symptome von Hypoglykämie sind erstmal die autonomischen Symptome und zweitens die neuroglykopenischen Symptome. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich versuche es eben mal.
Und dann haben wir hier Schwitzen. Viele Leute haben das Problem, dass sie nachts ganz heiß werden oder plötzlich einen Schwitzanfall bekommen oder sie zittern oder werden ganz heiß, und das hat nichts mit Alter zu tun. Und natürlich auch die sekundären Eigenschaften, so wie Herzklopfen und dergleichen. Und manche haben auch mit unheimlichen Angstgefühlen zu tun, wenn sie hypoglykämisch sind. Müdigkeit, Verwirrung, Schwachheit, manchmal Konzentrationsverlust, kann oft zurückgeführt werden auf ein ganz einfaches Hypoglykämie-Problem, das bewirkt wird durch Kohlenhydrate ohne Ballaststoffe. Und dann dieses sehr bekannte Experiment, das wurde mal im New Scientist veröffentlicht, nicht eine ganz besondere große wissenschaftliche Zeitschrift, aber ich fand es sehr interessant. Zwei Gruppen Ratten. Hier diese Gruppe hier, die ist fast tot und das Fell ist so ein bisschen zerfetzt. Die Ratten putzen sie nicht mehr und der Schwanz ist ganz schlaff. Mit anderen Worten, diese Ratte ist an diesem Punkt des Sterbens. Sie kann nicht mehr sich bewegen. Und diese Ratten hier, ganz schönes Fell, Schwanz schön steif, ziehen also noch, leben sehr gut. Und die Frage ist, was war der Unterschied zwischen diesen beiden Ratten, was die Ernährung betrifft? Und die Antwort ist, überhaupt keinen Unterschied. Beide Gruppen haben die identische Mahlzeit bekommen. Aber diese Gruppe hier durfte so viel essen, wie sie wollte. Und diese Gruppe hier wurde beschränkt auf, was sie nötig hatte. Und es ist interessant, dass die zweimal so lang gelebt haben wie die. Doppelt so lang. Also Ernährung ist nicht nur richtig essen, sondern auch nicht vielfraß sein. So als interessanten Punkt. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Noch ein paar Minuten? Gut. Das Letzte, worüber ich reden will, ist das Problem mit Fetten. Und ihr kennt ja selbst die statistischen Analysen von Fetten und Herzinfarkten. Das ist die ProCAM-Studie, die ausgeführt wurde auf 2754 Männer. Und wir sehen, dass Hyperlipidämie hat einen sehr großen Einfluss auf Herzinfarkt. Das ist alles gut bekannt und das wisst ihr ja hier alle. Aber Diabetes, Hypertonie und Hyperlipidämie zusammen haben einen sehr großen Einfluss auf Herzinfarkthäufigkeit. Natürlich, Cholesterine ist wiederum ein sehr bekanntes Mittel, was hierzu beiträgt. Und nur interessanterhalber, wenn man sich eine Liste anschaut, wir brauchen sie ja nicht durchstudieren, da werdet ihr nicht eine einzige Pflanze finden, sondern nur tierische Produkte, die dazu beitragen, zu diesem Problem und auch zur Entwicklung von Plaque. Es ist bekannt, dass gesättigte Fettsäuren größeres Problem verursachten als andere. Hier ist ein Artikel in Scientific American 1987, Diet and Cancer. Da fing es eigentlich an, diese Geschichte, dass man erkannt hat, dass Fett vielleicht etwas zu tun hat mit Krebs, und wir haben am Anfang gesehen, dass Krebs ein sehr wirkliches Problem in der westlichen Welt ist. Und hier ist eine grafische Vorstellung von Fetteinnahme und Tod mit Alter angepasst in den verschiedenen Nationen, und wiederum sieht man diese interessante Tendenz. Je mehr Fett man verzehrt, je mehr sterben sie an diesen Krankheiten, diesen bestimmten Krankheiten, vor allem Krebs. Hier ist ein Experiment, was gemacht wurde mit Ratten. Die eine Gruppe bekam eine hohe Fettrate, die andere eine niedrige Fettrate. Und ganz eindeutig große Unterschiede in Tumorentwicklung in den Milchdrüsen. Und heute ist es ziemlich allgemein das Wissen, dass Fett vor allem mit Brustkrebs etwas zu tun hat, mit Kolonkrebs etwas zu tun hat, mit Diabetes und bei den Männern mit Prostatenkrebs und Dickdarm
oder Kolonkrebs. Und wir sehen hier, dass seit 1977 in Amerika und auch in anderen westlichen Ländern Krebs gewaltig am Zunehmen ist. Und die Frage ist, wieso in den letzten Dekaden nimmt Krebs zu in westlichen Ländern, wenn man eigentlich erwarten sollte, mit all diesem Fettwissen, was die Leute haben und das Besorgnis rund um das Thema Fett, sollte man eigentlich erwarten, dass die Situation besser wird. Es ist interessant, dass rund um diese Zeit wurde es bekannt, dass Herzinfarkte induziert werden durch Fette, vor allem gesättigte Fette. Und die Ärzte haben dann Menschen abgeraten von zu viel gesättigten Fetten, Butter und dergleichen. Und die Menschen haben auch gehört. Und wenn ich jetzt eine grafische Vorstellung hätte, ich habe sie nicht hier, aber es ist in einem Scientific American Journal aufgezeichnet, wenn wir hier rüber Herzinfarkt legen würden, dann würden wir ungefähr das Gegengesetzte haben. Es kommt so runter. So. Also Herzinfarkt ist am weniger werden, aber Krebs ist am mehr werden. Und die Frage ist, weshalb? Wieso kommt Herzinfarkt in der Welt runter und wieso geht Krebs hoch? Das ist pro Einheit Bevölkerung, also nicht nur im Allgemeinen. Und die Antwort ist wahrscheinlich, dass es die Art des Fettes ist, die hier einen Einfluss hat. Länder, die sehr wenig Krebs haben, sind Länder, die sehr wenig Fett zu sich nehmen, zum Beispiel Japan. Und die Vereinigten Staaten mit ihren hohen Fettrate sind die schlimmsten dran. Sogar Time Magazine hat diese wissenschaftlichen Artikel einmal besprochen. Und dann gab es natürlich die Frage, Breast Cancer, why and what can be done? A puzzling plague, etwas ganz Ungewöhnliches. Und dann eine Frau aus 10 wird in Amerika Brustkrebs bekommen und aus denen, die das bekommen, werden eine aus 4 sterben. Das ist eine ganz schlimme Statistik. Ihr wisst natürlich auch, darum brauche ich nicht hier viel drüber sagen, dass die Körperform auch etwas damit zu tun hat. Wenn man zum Beispiel die Apfelform hat, dann hat man 3-mal die Chance, um diesen Krebs zu entwickeln, als wenn man die Birnenform hat. So wird behauptet. Also eine Frau kann sich nur vor den Spiegel stellen und sagen, naja, ich habe die Apfelform, ich muss 3-mal mehr vorsichtig sein als eine andere oder umgekehrt, wenn man das so will. Die Antwort liegt wahrscheinlich in der Art des Fettes, das wir heute verzehren. Wir wissen, dass Peroxidation stattfindet, wenn Fette erhitzt werden. Und es sind vor allem die ungesättigten Fette, die problematisch sind, nicht die gesättigten Fette. Also polyungesättigte Fette, mehrfach ungesättigte Fette sind unstabil und formen freie Radikale. Jetzt im Vollwertzustand, sagen wir mal im Samen oder in der Nuss oder was auch immer, ist das Fett immer zusammen mit Antioxidanten. Und zwar immer genug Antioxidanten, um diese Peroxidation zu hindern. Zum Beispiel Vitamin E ist ein natürliches Antioxidant und wir finden das in Sonnenblumenkernen recht häufig. Wenn wir das Fett aber extrahieren, dann kommt das Problem, denn dann ist das Verhältnis Vitamin E zu Fett ganz anders. Zum Beispiel ungefähr 10 Milligramm pro Tag ist die vorgeschriebene Rate für Vitamin E, aber man hat 200 Mal mehr nötig, wenn wir Butterbrote essen mit polyungesättigten Fetten drauf. Und das ist schon etwas, denke ich, was man nicht so einfach erreichen kann. Hitze ist ein Problem in der Formung von Peroxiden und es hat sich herausgestellt, das kommt auch aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die Unterlagen habe ich hier, könnte man nachstudieren, 170 Grad für 2 Stunden, wenn man so ein Öl Ratten oder dergleichen füttert, dann sind da Leberprobleme in diesen Tieren und auch kardiovaskuläre Probleme. Alle Fette,
180 Grad für 2 Stunden haben sehr überzeugende Ergebnisse gegeben mit Lebererkrankung. Das ist Tricker 1990. Und wiederum sieht man hier, dass ein mehrfach ungesättigtes Fett mit nur 3 ungesättigten Stellen wirkt 10.000 Mal mehr Oxidierung und Formung von Peroxiden als ein einfach ungesättigtes Fett. Also wenn man wählen müsste, welches Fett ist das gesündeste, dann müsste man wählen einfach ungesättigt und nicht mehrfach ungesättigt. Und fast alles Öl, was man kauft und alle Margarine ist mehrfach ungesättigt. Es werden Peroxiden geformt, Aldehyden, Ketone und so weiter. Und dann noch ein weiteres Problem mit der Margarine. Ich sehe, Deutschland ist wahrscheinlich das einzigste Land, was eine Margarine produziert, das nicht gehärtetes Fett drin hat. Und da könnt ihr recht stolz sein. Kein anderes Land hat das. Diese Fette werden gehärtet durch einen Prozess, der heißt Hydrogenierung. Und man behauptet natürlich, dass diese mehrfach ungesättigten Fette gesund sind. Aber hier ist ein interessantes Zitat, US News Release. It is a violation of the law to make any claim that polyunsaturated can prevent or treat heart disease. Es ist gegen das Gesetz in Amerika, um diese Behauptungen zu machen, die wir in meinem Land, vielleicht auch in eurem Land, immer auf dem Fernsehen sehen, dass ungesättigte Fette gesund sind. In dem Verhärtungsprozess werden die Öle umgeändert von der Cis-Form, wo die Ketten der Fettsäuren beide an der gleichen Seite der Doppelbindung sind, in die Transform, wo sie gegenübergesetzt sind. Und dieser Unterschied macht das Fett weniger flüssig und mehr hart. Man will ja nicht die Margarine auf dem Brot gießen, man will sie ja schmieren. Und darum wird dieser Prozess gebraucht. Und vor allem die Fettsäuren Linolsäure und Linolensäure, denke ich, ist es in Deutsch, sind natürlich sehr wichtig, weil sie in Prostaglandine und dergleichen eingebaut werden. Und man behauptet, dass die Transform Prostaglandine wirkt, die krebswirkend sind. Und so sehen wir, dass ein Tier, das zum Beispiel induzierte Tumore hat, mehr Prostaglandin 2 produziert als andere Tiere. Und wir haben jetzt bei unserer Universität, habe ich einen Student, der mit diesem Thema sich befasst. Und da wollen wir studieren, was der Einfluss ist von bestimmten Proteinen und Fetten auf Krebswirkung, vor allem Prostatakrebs in Hamsters. Und wir machen Vergleiche mit die armen Tiere, ne? Okay. Da brauchen wir nicht drüber reden, was die verschiedenen Zusammensetzungen und die Art der Herstellung von Margarinen ist. Wenn ihr interessiert seid, seid ihr interessiert, wie das gemacht wird? Erst werden die Gums, was ist das? Das sind die wasserlöslichen Ballaststoffe, werden entfernt, die vielleicht gegenwärtig sind. Es wird neutralisiert, gebleicht, filtriert, deodoriert und dann dieser Prozess hydrogeniert. Dann wieder filtriert, wieder neutralisiert, dann wieder Geruch rausgenommen und dann kommt allerhand Zeug dazu und dann fragt man sich, ob das noch was zu essen ist. Hier sind die 3 Arten Fettsäuren, die ich heute angesprochen habe, nämlich A, B und C. C hier sind die einfach ungesättigten Fettsäuren und wenn man die erhitzt, formen sie am langsamsten Peroxiden und erreichen auch nach einer bestimmten Zeit, in anderen Worten so nach 2 Stunden ist man ungefähr hier, dann geht es ganz schnell hoch und die höchste Rate ist hier vielleicht nach 3-4 Stunden. Also wenn man mit Olivenöl kochen würde und selbst im Ofen backen würde bei 200 Grad Celsius für eine Stunde oder eine Stunde und eine halbe, wären wir immer nur noch ungefähr hier. Aber wenn wir Öl kaufen, in dem Extrahierungsprozess ist es schon 2 Stunden an Hitze ausgesetzt. Dann sind wir also, das hier ist polyungesättigtes Fett,
dann sind wir ungefähr schon hier, wenn wir es kaufen. Wenn wir dann noch weiter backen, dann steigt es noch mehr. Und wenn man sich ein typisches Hamburgerhäuschen vorstellt, wo das Öl vielleicht ein paar Tage da rumkocht, dann will ich nicht wissen, wie viel Peroxiden da drin sind. Und dann wundert man sich auch nicht, warum die Amerikaner so eine hohe Krebsrate haben. Das sind die ungesättigten oder die total gesättigten Fette. Und wir sehen, dass sie auch schnell peroxidieren, was man eigentlich nicht erwartet. Aber weil sie keine natürlichen Antioxidante in sich haben, passiert es auch sehr schnell bei denen. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung von was eigentlich mit den Fetten los ist. National Cancer Institute hat schon lange eingesehen, Fett sehr viel weniger in der Ernährung. Augenblicklich in Amerika ist es über 30%, in manchen Stellen sogar 35% pro Tag. In Japan ist es 10% und die haben die wenigste Krebsrate in der Welt. Also scheint 10% etwas zu sein, um nachzustreben. Nicht sehr leicht immer, um das zu erreichen. Aber ich denke, 20% ist schon eine gute Ausbesserung. Mehr Ballaststoffe, viel Früchte und Gemüse, selbst wenn es einfache Kohlenhydrate enthält, es hat wasserlösliche Ballaststoffe, gibt keine Hypoglykämie. Und Fettsüchtigkeit muss gemieden werden, natürlich Alkohol gemieden werden und dann auch bestimmte geräucherte Dinge und so weiter. Denn das gibt Magenkrebs, so wird behauptet. Und das ist, was die vorschlagen. Welche Ernährungsstoffe sind dann die besten, um zu verzehren? Hier haben wir mehrfach ungesättigte Fette, einfach ungesättigte Fette und gesättigte Fette. Und wir sehen, dass Distelöl hat sehr viel mehrfach ungesättigte Fette. Und ich glaube wirklich, dass die Abnahme in Herzinfarkt etwas zu tun hat damit, dass die Menschen weniger gesättigte Fette gegessen haben. Aber die Zunahme in Krebs hat wahrscheinlich was damit zu tun mit der Zunahme in den mehrfach ungesättigten Fetten. Also sind sie beide ungesund. Wenn man wählen dann will zwischen Butter und Margarine, dann muss man, wenn man das grob sagen darf, darf ich das grob sagen, wählen zwischen den beiden Krankheiten, Krebs oder Herzinfarkt. Das ist nicht eine gute Wahl. Aber wenn man Vollwertöle gebraucht, dann hat man nicht so das Problem. Und wenn man ein Öl gebraucht, dann lieber eins, was einfach ungesättigt ist und kalt gepresst. Dann hat man nämlich nicht die Peroxidentwicklung. Also Distelöl, Walnussöl, Sonnenblumenöl sehen wir, haben sehr viel von diesen mehrfach ungesättigten Fetten und auch der Prozess wird durch Hitze bedingt. Hier sind ein paar Nüsse und ein paar Dinge, die sehr viel einfach ungesättigte Fette enthalten. Also wirklich meiner Ansicht nach die allerbesten. Mandeln, sehr gut. Haselnüsse, auch sehr gut. Dann meine Lieblingsfrucht, Avocados. Neulich hat mir bei einem Vortrag eine Person eine schön eingepackte Avocado als Geschenk gegeben. Vielen Dank. Ich genieße diese einfach ungesättigten Fette. Olivenöl auch sehr gut, Canolaöl und so weiter. Sesamöl auch recht hoch an diesen Ölen. Das war auch eine ziemlich rezente Veröffentlichung über dieses Krebsproblem und Initiierung und Tumorpromotion. Und wiederum oxidativer Schaden, den haben wir jetzt gerade besprochen, ist ein sehr bekanntes Thema. Natürlich auch hohe Steroide werden auch bedingt mit Brustkrebs zum Beispiel. Eine vegane Ernährung senkt die Steroide im Allgemeinen und auch den Östrogen. Und daher wird geglaubt, dass es auch einen Schutz gibt gegen Brustkrebs. Und dann gibt es bestimmte Stoffe, die wir Phytochemikalien nennen, die in Pflanzen erscheinen. Und früher hat man geglaubt, das sind Giftstoffe. Und auch heute noch haben wir Leute, die sagen und Veröffentlichungen,
dass man bestimmte Gemüsearten nicht essen soll und Hülsenfrüchte meiden soll, weil sie Enzymdepressanten enthalten und dergleichen. Und die Stoffe, die darin vorkommen, sind Phenole, Terpene, Sulfide, Flavonide, Tripeniodide und so weiter. Und da haben sie geglaubt, das sind problematische Stoffe. Aber hier sehen wir, dass sie wahrscheinlich gegen Krebs wirken. Und man kann sogar feststellen, an welchem Platz in diesem Prozess sind sie am meisten wirksam. Und die Leute sind jetzt schon so weit, dass sie glauben, dass durch richtige Ernährung man nicht nur Krebs stoppen kann, sondern wenn er schon übergegangen ist in Promotion, dass man durch richtige Ernährung bestimmte Nahrungsmittel zu sich nehmen kann, um ihn rückgängig zu machen. Also Ernährungsphysiologie hat jetzt diesen Zeitpunkt erreicht. Das ist noch ziemlich neu. Man kann nicht genau sagen, so ist es oder so ist es nicht. Aber es wird viel in der Literatur darüber spekuliert. So zum Beispiel eine Analyse von was in was vorkommt. Krebsvorbeugende Phytochemikalien in pflanzlichen Nahrungsmitteln. Hier sind sie gelistet, die Sulfide, Phytate, Flavonite und so weiter, die früher alle als ganz schlimm betrachtet wurden und in hohen Konzentrationen natürlich auch nicht gut sind. Aber in Pflanzen sind sie in sehr niedrigem Rate da. Und so kann man sich auswählen, Knoblauch, grüner Tee, Sojabohnen, Getreide, was in was vorkommt. Und dann kann man eine Vorschrift machen für bestimmte Krankheiten. Das ist Zukunft, was ich jetzt rede. Das ist noch nicht festgestellt und festgenagelt. Aber es ist schon gut genug, dass es wissenschaftlich sehr viel diskutiert wird. Heutzutage wird geglaubt, dass Nahrungsmittel mit möglicher krebshemmender Wirkung, vor allem Knoblauch, Kohl, Lakritze, man kann natürlich zu weit gehen und nur das Zeug essen und nichts mehr anderes, dann hat man natürlich auch ein Problem. Meine eigene Philosophie ist, mache was richtig ist und lasse die Konsequenzen dem Herrn. Es gibt Leute, die sagen, das Weiße in der Apfelsine enthält bestimmte Öle und ist ganz gesund, und dann kann ich mir vorstellen, dass sie jeden Tag so einen Teller von diesem weißen Zeug essen und solche langen Gesichter haben. Das ist nicht, was man mit Ernährung erreichen will. Das ist, wenn man eine normale, gesunde Ernährung hat, bisschen Knoblauch alle ab und zu dabei, Kohl, Sojabohnen und dann die Umbelifrosen, Karotten, Sellerie und so weiter, sollen sehr stark gegen Krebs wirkend sein. Mittel, Zwiebeltee, Grüntee natürlich, Zitrusfrüchte, eins der einzigsten Früchte, die das enthalten. Vollkorn, Tomaten, Auberginen, Paprika und so weiter. Und dann auch so ein paar Kräuter noch dazu. Naja, ich denke, das wäre es so ungefähr, wenn jemand Fragen hat. Danke. Und ich würde gerne sagen, jetzt ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte an die Mikrofone. Dort wird das dann aufgenommen. Auch für die Aufnahme ist es sehr wichtig, damit die Frage verstanden wird und die Antwort dann gegeben werden kann. Bitte schön, wer macht den Anfang? Gibt es auch Erkenntnisse schon über eine gesunde Ernährung bei Arthrose? Wie kann man Arthrose durch eine gute Ernährung verhindern? Das weiß ich noch nicht genau. Das habe ich noch nicht so genau in der Literatur gefunden. Mein Vater, der hatte vor 4 Jahren eine dreifache Bypass-Operation. Und die letzten Untersuchungen haben ergeben, dass er wieder Durchblutungsstörungen hat, also dass die Arterien wieder geschlossen sind. Ja. Und was könnte er jetzt machen hinsichtlich seiner Ernährung, dass er, also unabhängig von den Medikamenten?
Ein ganz interessantes Studium ist mal vor kurzem gemacht worden. Es ist entweder schon veröffentlicht oder wird noch veröffentlicht. Über Triglyceride im Blut, was es verursacht. Wir wissen, dass eine Ernährung, die reichhaltig an Hülsenfrüchten ist, Triglyceride senkt, obwohl Hülsenfrüchte manchmal recht fettreich sind. Weiterhin Kombinationen, die gemieden werden müssen, sind Milch und Zucker. Es hat sich herausgestellt in einem Studium, wie gesagt, das wird bald veröffentlicht, dass Schokolade zum Beispiel, eine Schokoladefabrik hat diese Ärzte beauftragt, um dieses Problem zu untersuchen. Ich weiß, ich bin ja auf ganz gefährlichem Boden, ne? Aber macht nichts, ich mache es trotzdem. Und da haben sie Menschen gebraucht für dieses Studium. Und die Cremerate in einer Tafel Schokolade einer bestimmten Gruppe gegeben und dann gleichzeitig gemessen, wie steigen die Triglyceride, der Cholesterin, Zucker und so weiter, haben sie gemessen. Und es stellt sich heraus, dass es sich natürlich hebt und dann ziemlich schnell wieder nach normal zurückkommt. Dann haben sie den Zuckerinhalt genommen und den gegeben. Wir haben gesehen, dass Zucker in den Blut hineingeht und dass es dann Hypoglykämie gibt. Aber irgendwie, um dagegen zu schützen, steigen auch die Triglyceride, ohne dass man Fett dazu gibt. Und auch Cholesterin steigt im Blut, wenn man den Zucker alleine nimmt. Wiederum eine Steigung und dann wieder eine Senkung zum Hypoglykämie, aber kam wieder runter. Wenn man aber die Kombination gegeben hat, also die Cremerate plus den Zucker dazu, dann ging es mehr wie das Doppelte, ging es hoch und blieb einige Stunden da oben und kam dann runter. Also der Vorschlag war, dass man dieses vor allem meiden muss, denn hohe Triglycerinflächen im Blut sind sehr positiv korreliert, so wie wir gesehen haben, mit Herzinfarkt. Und die Kombination Milch und Zucker ist das Schlimmste, was man nehmen kann. Vor allem abends natürlich ein Glas Kakao oder ein warmes Glas Milch mit einem Löffel Zucker drin. Wenn Leute Herzprobleme haben, dann ist das nicht ein sehr gutes Rezept für eine gute Nacht. Also Hülsenfrüchte, Essen mit viel Ballaststoffe, Kohlenhydratrate hochschrauben und Meidung von Milch- und Zuckerkombination ist wahrscheinlich etwas, was helfen könnte. Dieser Wissenschaftler war ganz außer sich, denn sein ganzes Geld kommt von diesen Firmen, er wird wahrscheinlich nie wieder was bekommen, wenn er das veröffentlicht. Aber er hat es veröffentlicht. Es wurden einige Prozentzahlen genannt, beispielsweise 10% Fett am Tag würde reichen. Ist das jetzt Prozent von Gramm, die man isst, oder Prozent der Kalorien? Ja, der Kalorien, so sagen sie. Nee, ja, Kalorien. 10% ist etwas, was in Japan erreicht wird. Ich glaube nicht, dass wir mit unserer Einstellung das erreichen. Unsere Ernährung hat wesentlich mehr Fett. Also ich würde sagen, neigt dazu, aber versucht weniger Fett zu essen. Vollwertiges Fett ist am besten und wenn nicht, dann einfach ungesättigte Fettquellen versuchen zu gebrauchen. Wie ist das statt Zucker? Honig? Honig ist nur Fructose, aber es ist auch ein raffiniertes Nahrungsmittel. Also es ist das Gleiche. Ein bisschen Braunzucker gebrauchen oder ein bisschen Honig gebrauchen, meiner Ansicht nach ist da kein großer Unterschied. Das heißt natürlich nicht, dass man alle diese Sachen nicht machen muss. Man muss nur aufpassen, dass man da nicht über Bord geht. Das ist eigentlich, worum es geht. Ja. Wie ist es mit Fruchtzucker? Fruchtzucker ist raffinierte Nahrung. Und obwohl man nicht genau die gleichen Resultate hat wie mit Glucose, kriegt man doch auch Hypoglykämie und die gleichen Zustände. Ich weiß, dass in Reformgeschäften wird oft gesagt, gebraucht Fructose, das ist natürlicher Zucker. Aber natürlicher Zucker ist immer im Zusammenhang mit natürlichen Ballaststoffen.
Und die hat man nicht, wenn er extrahiert ist, dann hilft es auch nichts. Dann geht er auch schnell ins Blut. Und dann hat man auch die Triglyceride, die ansteigen. Das ist das gleiche Resultat. Raffinierte Nahrung ist raffinierte Nahrung. Ich esse auch raffinierte Nahrung ab und zu mal. Natürlich, sonst dreht man durch. Man kann nicht nur ewig Vollwert essen. Noch Fragen? Sind alle wunschlos glücklich? Wann ist die Studie mit den Schafen veröffentlicht worden, das erste Mal? Es wird jetzt veröffentlicht. Ich habe sie schon gelesen, aber... Sie haben sie schon gelesen, ja, im Buch. Ja, nee, wir haben es bei dem Internationalen Kongress über Ernährung in Australien, haben wir einen Kongressvortrag gegeben und auch beim Osteoporose-Institut, das Weltzusammenkommen, da haben wir auch einen Vortrag gehalten. Also in dem Sinne ist es schon veröffentlicht, aber noch nicht in einer Zeitschrift. Das geht nach dem Journal Bone and Mineral. Es sind zwei Veröffentlichungen. Gut, vielen Dank.